Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Sauna im Haus. Die eigene Sauna zu Hause ist für viele purer Luxus. Wir waren dabei, als sich Familie Wolfram aus Albstadt diesen Traum erfüllt. Das Besondere dabei, die Sauna wird draußen auf der Terrasse installiert. Und Lichtstimmung. Wenn es dunkel wird, schlägt für dieses Wohnhaus in Berg die große Stunde. Dann sorgen LED-Lichtpunkte für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Wie Architekt Thomas Mark. Schwitzen kann man aus vielen Gründen. Zum einen nach dem Sport, vielleicht auch vor oder nach einer Prüfung oder auch natürlich nach einem ganz gemütlichen Saunagang. Speziell jetzt im Herbst und im Winter gehen viele Menschen in die Sauna, um das Immunsystem zu stärken und Erkältungen vorzubeugen. Das kann man natürlich in der öffentlichen Sauna machen oder auch, und da geht der Trend hin, zu Hause in der eigenen Sauna. Wir sprechen heute mit einem Experten darüber, welche unterschiedlichen Saunen es gibt und wo man sie überall installieren kann. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Licht ist für die Menschen und auch für die Natur von entscheidender Bedeutung. Ohne Licht kaum Leben. Aber auch zu Hause wird Licht immer entscheidender. Und zwar nicht nur, dass man nicht über die Gegenstände zu Hause fliegt, sondern auch, um das Wohlbefinden zu stärken. Robert Pfeiffer und Sven Jachmann haben in Berg in Ravensburg eine Wohnung genauer unter die Lupe genommen, wo ein neuartiges Lichtkonzept verbaut wurde. Wenn es dunkel wird, geht von diesem Gebäude eine ganz eigene Atmosphäre aus. Was am Tage kaum zu sehen ist, wird am Abend sichtbar. Denn rund um das Mehrfamilienhaus und an der Fassade selbst befinden sich 2606 LED-Lichtpunkte. Die Gesamtleistung beträgt 590 Watt und der Verbrauch 20 Cent pro Stunde. Entwickelt hat dieses Konzept der Architekt und Lichtplaner Thomas Markgraf aus Ulm. Er wurde von Peter Gessler, Geschäftsführer der Bauberatungszentrum Süd GmbH, ins Boot geholt. Hier sieht man sehr schön diese Unterleuchtung. Die Konturen werden hervorgehoben, dass man auch sieht, in diesem Haus wohne ich. Und man sieht auch das Gesicht des Gebäudes, was ich sehr schön finde. Und es sagt halt willkommen und einladen, als wenn ich vor einem dunklen Gebäude stehe. Neben einer gewissen Ästhetik hat das Licht aber auch funktionelle Aufgaben. Es soll den Bewohnern abends den Weg leuchten. Das zeigt sich besonders an den Parkplätzen unterhalb des Hauses. Hier kommen jetzt zwei Dinge zum Tragen. Einmal die Atmosphäre zu schaffen und zum anderen auch die Funktion, wie die Stellplatzmarkierung mit diesen kleinen LED-Lampen auf dem Boden, die immer die Stellplätze markieren. Und einmal auch die Garage, die man hier sieht, deren Anfang und Ende wird markiert mit diesen LED-Schläuchen, die dann wiederum links und rechts markieren und dann noch einzelne Scheinwerfer vor den Garagen, damit die Leute die Einfahrt auch passend finden. Doch nicht nur außen setzt das Gebäude Glanzlichter. Wenn die Besitzer durch die Eingangstür kommen, erwartet sie alles andere als kaltes Neonlicht. Und auch in den Wohnungen wird mit Licht gestaltet. Bewohnerin Stefanie Holecek hat gemeinsam mit dem Lichtdesigner Markgraf ein Konzept für die eigenen vier Wände gestaltet. Wir haben das uns zusammen angeschaut. Er hat eine Simulation gemacht. Und dann haben wir das erstmal auf 3D gesehen. Wir sind dann bei der zweiten Sitzung durch unsere Wohnung marschiert, obwohl ja nur der Plan stand. Das war schon mal ganz toll. Abends legt sie Wert auf eine angenehme Atmosphäre. Dann zieht sie sich gern mit einem guten Buch ins Wohnzimmer zurück. Etwas aufwendiger war die Installation der Lichtquellen in der Küche. Neben den üblichen Deckenspots entschied sie sich auch für sehr helle Lichtquellen. Das hat mir der Herr Markgraf gesagt, dass man das so hell haben muss. Und du siehst einfach mehr, du strengst die Augen nicht so an. Du hast einfach einen besseren Überblick und es ist angenehm einfach, wenn du hell hast zum Arbeiten. Du siehst mehr. Ist das Licht im Wohnbereich eher funktional und atmosphärisch, leuchtet das Badezimmer effektvoll in den verschiedensten Farben. Die Investition in ein Lichtkonzept hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich kann das jedem nur empfehlen, sich da Rat zu holen bei einem neuen Haus oder bei einer neuen Wohnung. Und selbst in einem Altbau oder in einer alten Wohnung kann man immer noch was verändern. Ich muss halt andere Lampen haben und das geht aber nur mit Hilfe. Doch nicht nur die Bewohnerin ist vom neuen Licht überzeugt. Auch für Peter Gessler, seit 30 Jahren als Bauleiter tätig, ist eine intelligente Beleuchtung inzwischen unverzichtbar.
Wir bauen seit kurzem Mehrfamilienhäuser, die sich architektonisch individuell gestalten. Und diese Architektur möchten wir außen inszenieren mit Licht. Innen sollte das Licht auf Psyche, auf Körper eine große Rolle spielen, Gesundheit und Ähnliches. Licht, wie es der Elektriker heute macht, mit Strahler in der Decke, das ist nicht mehr meins. Deshalb werden künftig noch mehr Wohnhäuser abends so in Szene gesetzt wie dieses. Der Herbst ist Aufräumzeit im Garten. Der Rasen wird ein letztes Mal gemäht und viele Pflanzen werden zurückgeschnitten, sodass sie im kommenden Frühjahr und Sommer wieder richtig schön blühen und auch länger leben. Claudia Zidorn und Robert Pfeiffer waren mit einem Gartenprofi unterwegs und der hat ihnen gezeigt, was nun alles zu tun ist. Bei der Rose ist ganz wichtig, dass man sie nicht ganz zurückschneidet, weil die gefrieren immer noch ein bisschen zurück. Also bloß oben wegen der Schönheit, ja, die alte Blüterknospe wegschneiden und den Rest macht man im Frühjahr. Neben dem Rückschnitt müssen die Pflanzen über den Winter auch geschützt werden. Schwachstelle bei den Rosen ist die Veredelungsstelle. Bei den Beetrosen ist sie hier unter. Hier, wie gesagt, wichtig zu beachten, sie muss im Boden drin sein, ja, dass sie nicht kaputt geht. Bei den Bäumchen ist es ja so, da ist die Veredelungsstelle weiter oben. Die muss natürlich auch geschützt werden vor dem Frost. Hierbei ist es wichtig, eben wie gesagt, die Jute zu verwenden, kein Müllsack oder sowas, weil unter dem Müllsack bildet sich dann, wenn die Sonne scheint, wieder Wärme und die Pflanze treibt aus. Und wenn es dann sehr kalt wird in der Nacht, dann stirbt sie ab. Die Rose ist aber nicht die einzige Pflanze, die Schutz vor der Kälte braucht. Auch Hortensien müssen gerüstet werden. Hierbei muss man unterscheiden zwischen einer Bauernhortensie und einer Rispenhortensie. Die Bauernhortensie hier, die blüht am Zweijährigen. Das heißt, auf den Winter hin schneidet man die Blütenstände ab, ja, wie man hier sieht, überhalb von der Knospe. Und bei der Rispenhortensie ist so, die blüht im Einjährigen. Und hierbei ist zu beachten, dass man sie eigentlich weiter unterschneiden kann. Dann kann im Frühjahr alles wieder blühen. Kommende Woche zeigen wir Ihnen, wie Ihre Wasserspiele den Winter gut überstehen und was es jetzt noch alles draußen zu tun gibt. Apropos Garten, dort könnte auch Ihre eigene Sauna stehen. Raus aus dem Keller, rein ins Freie, die Wohlfühloase wartet. Mehr dazu gleich nach einer kurzen Werbung. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Jetzt im Herbst und im Winter gehen viele Menschen in die Sauna, schön schwitzen, wohlfühlen, entspannen und Erkältungen vorbeugen. Wohl dem, der seine eigene Wellness-Oase im eigenen Garten hat. Sven Jachmann und Robert Pfeiffer haben einen Saunabesitzer besucht, dessen Sauna auf der eigenen Terrasse steht. Noch sieht es hier etwas unübersichtlich aus, doch in wenigen Stunden wird auf der Terrasse eine Sauna stehen. Die Bänke und Wände sind bereits vormontiert, sie müssen nur noch zusammengesetzt und dann muss die Sauna noch verkabelt werden. Melchior Wolfram hat sich vorgenommen, sie auf jeden Fall noch heute Abend zu benutzen. Ja, ich freue mich und hoffentlich wird es halt fertig, dann kann ich es heute Abend noch genießen. Das Wetter scheint ja nicht ganz so toll zu sein mit Sternenhimmel, aber ich freue mich trotzdem. Er wohnt seit etwas mehr als 3 Jahren hier im Haus. Schon beim Einzug wollten er und sein Vater unbedingt eine Sauna, denn sie sind große Sauna-Fans. Wir haben uns schon einige Sachen angeschaut. Wenn wir irgendwo in ein Hotel gegangen sind, haben wir immer geschaut, dass es eine Sauna dabei hat, weil wir das einfach gerne machen. Zum Beispiel, wenn man Skifahren ist und es ist schlecht Wetter, dann gibt es die einen, die gehen lieber in die Stadt bummeln. Wir sind die, wo dann eher so in die Sauna gehen und am schönen Wetter quasi rausgucken und sagen, wir haben es trotzdem warm. Die fast 100 Quadratmeter große Terrasse ist schon eine gut ausgestattete Wellness-Oase mit Whirlpool und einer Lounge. Alfred Völsch leitet den Aufbau. Er ist seit über 35 Jahren im Saunageschäft. Die Sauna komplettiert den Außenbereich. Sie muss bestimmte Kriterien erfüllen, damit die Besitzer hier draußen auch lange etwas von ihr haben. Ja, aber die Hitze sollte möglichst drin bleiben. Wir sind hier im Schwabenländle, da wollen wir natürlich geringe Energiekosten haben und ein gutes Saunaklima. Dazu veredeln wir unseren Wandaufbau. Wir sind von vornherein schon sehr stark im Wandaufbau mit 8 cm und packen da jetzt nochmal 3 cm drauf.
isolieren die Decke nochmal zusätzlich. Dort ist die größte Hitze, dort ist die größte Notwendigkeit und haben auch in der Technik spezielle Komponenten, die diese minus 20 Grad aushalten. Die Außenwände, das Holz, stammt von der Schwarzwälder Weißtanne, sind entsprechend verstärkt. Hinzu kommt ein leistungsstarker Ofen, der die Sauna innerhalb einer halben bis dreiviertel Stunde auf Temperatur bringt. Und der wiederum wird mit Saunasteinen aus Finnland befüllt. Die Steine sind original finnische Saunaaufgusssteine, ein sogenannter Olivin Diabas, der eben besonders gut diese Aufheizung und Abschreckung durch das kalte Wasser aushält. Neben einem leistungsstarken Ofen braucht es aber auch eine leistungsfähige Steuereinheit. Die wird draußen an der Wand anmontiert. Sie steuert den Ofen, regelt über zwei Fühler im Innenraum die Temperatur und muss ebenfalls den hohen Minusgraden auf der Schwäbischen Alb standhalten. Die Gefahr, die besteht, ist, wenn die Temperatur um die 0 Grad liegt, die Umgebungstemperatur außen, dass die Geräte betauen. Das heißt, dass sich Kondens innerhalb des Gerätes bildet und dann über die Leiterbahnen Kurzschlüsse entstehen. Und dann können sie auch zum Verbrennen kommen. Da viele Geräte eben auch in China produziert werden, kann man da nachträglich keinen Schutz mehr anbringen. Wir vertrauen auf einen heimischen Hersteller aus Baden-Württemberg, der eben die Geräte individuell konfektionieren kann und da noch einen Schutz auftragen kann. Nach wenigen Stunden ist die 2x2,50 Meter große Sauna tatsächlich fertig aufgebaut. Hier kann der frisch gebackene Saunabesitzer nun ab sofort Wärme und Entspannung genießen und so richtig abschalten. Und nun ist er bei uns im Studio, Alfred Fölsch. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wenn man jetzt jeden Tag Saunen baut, hat man überhaupt noch selbst Lust, in die Sauna zu gehen? Selbstverständlich. Einmal die Woche, zuletzt am Samstag. Also Sie bleiben dem praktisch treu? Selbstverständlich, ganz klar. Jetzt kennt man hier viele Saunen. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Dampfsauna und einer finnischen Sauna? Das sind unterschiedliche Klimabedingungen, die unterschiedliche Körperreaktionen hervorrufen. Bei der finnischen Sauna haben wir über die Überwärmung ganzheitliche körperliche Wirkungen. Bei der Softdampfsauna oder richtigerweise feuchtes Warmluftbad genannt, haben wir eine Befeuchtung des Körpers und der Haut und der Atemwege. Also mehr so die pflegenden Aspekt. Früher hat man die Sauna oft in den Keller gebaut. Jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, es ist die Next Generation. Wie unterscheidet die sich? Next Generation, Englisch Next Generation heißt, dass wir heute sehr viel mit Kunden zu tun haben, die im Elternhaus schon in der Sauna groß geworden sind, in der elterlichen, und von daher das Saunabaden als positiv verinnerlicht haben, aber die Location, Waschküche, Keller und so weiter, nicht unbedingt. Und von daher, die haben ein anderes Lebensgefühl, die haben andere Ansprüche. Da kommt die Sauna jetzt aus dem Untergeschoss in die Wohnebene, ins Bad, in den Garten, auf die Terrasse. Überall hin, wo es im Wohnbereich schnell und schön erreichbar ist. Wenn ich jetzt die Sauna nach außen stelle, muss ich das Holz besonders behandeln, dass es auch hübsch bleibt? Wenn ich der Vergrauung vorbeugen will, muss ich einen Schutzanstrich außen an der Sauna machen. Innen, an den Hölzern darf ich nichts machen, denn wir wollen ja die pure Natur behalten. Wo bekommen Sie jetzt das Holz für die Saunen her? Wir arbeiten ausschließlich mit regionalen, also regional mal europäischen Lieferanten. Wir verzichten auf Überseeholz. Wir haben kein Tropenholz mehr. Wir arbeiten hauptsächlich mit Sägewerken aus der Region, wie zum Beispiel auch der Schwörer Holzindustrie oder im speziellen Sägewerk für unsere Weißtanne, die aus dem Schwarzwald kommt. Jetzt will ich noch mal kurz auf die Sauna im Beitrag zurückkommen. Die war ja außen. Welche Rolle spielt die Dämmung bei einer Sauna, egal ob innen oder im Außenbereich? Die Dämmung einer Sauna ist innen wie außen besonders wichtig, wobei diese Außenpositionierung bei den heutigen modernen Dämmstoffen problemlos realisierbar ist. Wenn ich jetzt Lust habe und ich interessiere mich für eine Sauna, in welcher Preisspanne muss ich mich bewegen? Im Markt gibt es da ganz breite Spanne. Das geht wahrscheinlich bei 2000 Euro los und hört bei 20 nicht auf. Aber man sollte doch
als Schwabe Wert auf die Qualität und die Langlebigkeit legen und sich eben genau anschauen, was man denn für sein gutes Geld auch bekommt. Wenn ich jetzt nicht aus dem Internet oder einfach irgendwo fertig bestelle, wie individuell darf ich mit Ihnen eine Sauna bauen? Wir fühlen uns für die Funktionalität der Anlage verantwortlich. Und heute wird die Optik immer wichtiger, oder? Ja, wobei eben die Optik auch die Funktionalität zum Beispiel bei den Glasflächen einschränken kann. Wenn, was man heute teilweise im Internet sieht, drei Seiten Glas, eine Wand noch mit verklinkert, da bekommt man ganz sicher kein Saunaklima mehr rein. Das ist ein schöner Ambiente-Raum, wo es vielleicht auch warm ist, aber es hat mit Sauna dann nichts mehr zu tun. Und da versuchen wir hinzuwirken, dass die Sauna-Wirkung erhalten bleibt. Das eine ist ja die Anschaffung, das andere sind die Unterhaltskosten. Wie viel kostet mich das an Nebenkosten, wenn ich sage, ich gehe regelmäßig in die Sauna zu Hause? Wenn Sie es zu Hause nutzen, also der Deutsche Saunabund als Fachverband empfiehlt eine Nutzung in einer Zeitspanne von 8 bis 10 Tagen wiederholend, dann würde man also sagen 35 bis 40 Mal im Jahr. Und dann liegen Sie in einer Qualitätssauna wie von uns mit entsprechender Technik sicherlich unter 100 Euro Stromkosten. Mehr Stromkosten sozusagen, die ja aber in dem Sinn dann gut angelegt sind, denn wenn Sie wirklich 40 Mal im Jahr in die Sauna gehen, dann haben Sie 40 Mal Gesundheitsvorsorge betrieben. Das ist also da schon auch ein entsprechender Gegenwert. Das war natürlich jetzt ein Steilpass. Warum ist Sauna so gesund? Sauna, da denkt man eigentlich immer zuerst an diese Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten. Das fällt jedem sofort ein. Dass aber das Saunabaden, das regelmäßige Saunabaden, einen ganzen Strauß voll Benefits hat. Das heißt, dass eine große Summe dasteht. An das denkt man eher selten, aber das ist der Grund, warum sich das Saunabaden eben so etabliert hat. Wenn man nur diese Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten hätte, dann könnte man ja sagen, wir machen das 3 oder 4 Mal im Herbst oder im Winter und dann war es gut. Aber das milde Herz-Kreislauf-Training, die Entschlackung, Entgiftung, die Anregung der Zellproduktion, Hautzellproduktion, all diese Geschichten und noch viel mehr machen die Summe der gesundheitlichen Vorteile aus. Jetzt sagen ja viele Menschen auch, ich bin leicht erkältet, ich gehe jetzt in die Sauna, danach bin ich wieder fit. Das würde ich so nicht raten, weil das kann vielleicht sogar funktionieren bei dem einen oder anderen. Ja. Das kann aber auch verheerende Folgen haben, weil der Körper ja geschwächt ist und der Kreislauf dadurch schon mitgenommen. Und das würde ich daher doch eher abraten. Ich würde anraten, zu sagen, ich würde anraten, vorher die Sauna zu benutzen in der Gesundheitsprophylaxe, denn dann habe ich ja die Erkältung gar nicht. Herr Völsch, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio bei uns. Ich sage danke. Liebe Zuschauer, bei uns geht es jetzt weiter mit dem Thema Fishing. Und zwar hat das leider nichts mit dem Angeln zu tun, das wir kennen mit Fischen, wo man dann auch essen kann, sondern mit den Fischen von Daten. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit auch Mails bekommen, wo Sie über einen Link Ihre Daten bestätigen sollten. So viel kann ich jetzt schon sagen, Sie sollten es nicht tun. Alles Weitere nach der Werbung. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Bekommen Sie auch immer wieder Mails von Ihrer Bank oder von großen Unternehmen, in denen Sie nach Ihren Daten gefragt werden? Meist ist der Grund ganz wichtig. Oft soll man einen Link bestätigen und dann seine Daten neu eingeben. Doch hinter diesen Links steckt weder Ihre Bank noch ein großes Unternehmen, sondern Betrüger. Sven Jachmann und Robert Pfeiffer mit den Einzelheiten. Im Namen von Amazon geht aktuell folgende Mail herum. Aufgrund der steigenden Terrorgefahren und erhöhten Betrugsversuchen hat Amazon die Kenn-Deine-Kunden-Strategie eingeführt. Und aufgrund der angeblichen Gefahr müssen ganz dringend die persönlichen Daten abgeglichen werden. Ein Fall von Phishing erklärt Jörg Otto, Informationssicherheitsbeauftragter von Schwäbisch Media. Unter Phishing versteht man allgemein das Abgreifen von persönlichen Informationen, in der Regel Anmeldename, also ein User und das Passwort. Um dann gegebenenfalls es auf dem Schwarzmarkt, also im Darknet, zu handeln. So ein Datensatz kostet Geld.
oder den Datensatz zu missbrauchen. Also ich kaufe als Dritter von einem Account, den ich mir gehackt habe, bei Amazon für ein paar tausend Euro ein. Wann immer Sie eine Mail bekommen, in der Sie aufgefordert werden, Ihre Daten zu bestätigen, sollten Sie wachsam sein, rät der Experte. Also die Großen werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals per E-Mail zu einer Bestätigung von irgendwelchen Daten auffordern. Bei der Bank kann ich einen ganz einfachen Weg gehen. Ich rufe dort an und frage nach. Und von der Bank wird sowas immer per Post kommen. Bei Amazon zum Beispiel oder bei anderen Portalen, da logge ich mich ganz normal über die Portalseite ein. Und wenn ich eine Nachricht habe, etwas zu verifizieren oder zu ändern, dann steht dort die Aufforderung. Ich kann es direkt im Portal tun. Achten Sie bei der Mail auch auf die Rechtschreibung und die Kommasetzung. Außerdem ist hier die persönliche Anrede nicht einheitlich geschrieben. Es ist offensichtlich, irgendjemand und nicht Amazon will Ihre Daten haben. Liebe Zuschauer, noch zwei Tipps von unserem Experten. Lassen Sie die Mails einfach unbeantwortet. Wenn es wirklich wichtig ist, wird sich die Bank oder das Unternehmen nach wie vor per Brief und Post an Sie wenden. Falls Sie doch den Link gedrückt haben und Sie merken, da bestellt jemand auf Ihre Kosten, wenden Sie sich an das Unternehmen und lassen sofort Ihr Konto sperren. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Mediamarkt Elektronik-Tipp. Da zeigen wir Ihnen, wie Sie trockene Luft loswerden und so auch etwas Gutes für Ihre Gesundheit tun. Wir sehen uns dann kommende Woche wieder. Bis dahin alles Gute und das sind unsere Themen kommende Woche. Frostschutz im Garten, Hecke, Beet und Gräser. Jetzt noch schnell den Garten fit machen, bevor der Winter so richtig loslegt. So macht es der Profi. Und schön zudecken. Ob wir gut schlafen, hängt auch von der Wahl der richtigen Bettdecke ab. Hier haben Sie die Qual der Wahl. Kassettendecken mit Daunen, Steppdecken mit Lammwolle, Naturfaser, Kunstfaser. Und dann kommt es auch noch auf die Größe und die Dicke an. Wer mit wem? Wir sagen es Ihnen. Bauen und Wohnen am Montag, 21. November um 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Der Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt. So oder so ähnlich könnte die Lösung gegen Kopfschmerzen, rissige Haut, juckende Augen und Erkältung aussehen. Denn diese Symptome kann zu trockene Luft in den Räumen auslösen. Luftbefeuchter oder Luftwäscher wirken dem entgegen. Die Geräte gibt es in verschiedenen Größen für unterschiedlich große Räume. Die Kosten liegen zwischen 120 und 400 Euro. Die Inbetriebnahme ist kein Problem. Luftbefeuchter einfach an der Steckdose anschließen. Dann fülle ich ihn mit Wasser auf, gebe ein Hygienemittel dazu, das ich alle 10 bis 14 Tage erneuern muss. Dann einfach wird das Wasser in diesem Gerät gefiltert. Super an der ganzen Geschichte ist, dass ich einfach keine Filtermatten habe. Die muss ich nicht wechseln, da ist auch einfach auf der hygienischen Sicht, bleibt da nichts hängen. Luftbefeuchter oder Luftwäscher schaffen die reine Luft durch sogenannte Kaltwasserverdunstung. Die Raumluft wird in das Gerät geleitet und dort durch einen Plattenstapel geführt, der im Wasser rotiert. Die Luft nimmt Feuchtigkeit auf, verdunstet und wird gleichmäßig verteilt. Die Wohnungen sind besser isoliert, also die Wärme, die Luft bleibt oder ist einfach sehr trocken. Daher empfiehlt sich das auf jeden Fall. Und wenn ich natürlich dann noch Tiere zu Hause habe, ist es auch für die Geruchsneutralität. Also nicht nur zum Befeuchten der Luft, sondern einfach auch zum die Luft reinigen. Ob es Staub sei, ob das Pollen sei, ob das Gerüche sei. Ist wirklich für jedermann geeignet. Kleinste Partikel wie Bakterien, Schmutz oder Allergene werden vom Luftwäscher eingezogen, im Wasser gebunden und aus der Luft gewaschen. Das Ergebnis: gutes Raumklima und weniger Erkältungsgefahr. Dieser Effekt kann übrigens noch verstärkt werden, wenn man ätherische Kräuteröle ins Wasser gibt. Dazu aber bitte immer die passenden zum jeweiligen Luftbefeuchter verwenden.